Hallihallo, herzlich willkommen zurück bei einer wunderschönen neuen Folge Bioshock Infinite. Ja, wir sind ja noch ein bisschen am Rumsuchen gewesen, aber ja, wir haben jetzt den zweiten Riss gefunden. Dann gucken wir mal, was wir hier an Neuigkeiten erfahren, ne? Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei sterben? Aus dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Ja, ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und meinen Gefühlen ihr gegenüber. Was meinst du? Ich bin so wütend. Auf sie und meinen Vater. Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Ich kapiere das selbst gar nicht so richtig. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Tja, du bist halt steril. Ach, scheiße. Lüge, Lüge, alles Lüge, ja? Gut, und keine Muni mehr. Das ist ja sehr gut. So muss das. Danke. Nein, alles gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Mach dir mal keinen Kopf. So, der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Mhm. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Tja, die verweigert dir nicht ihre Hilfe, sondern du bist halt einfach steril. Was soll sie machen? Wenn du halt nur mit Platzpatronen schießt, schießt du halt nur mit Platzpatronen. So. Ist halt, ne? Klar ist das Kacke, aber was willst du da machen? So, okay, dann gucken wir nochmal. Nö, Schießeisen brauchen wir nicht und so. Okay, gut, dann gehen wir nochmal darüber. Holen uns mal ein kleines bisschen was. So, lass mal voll hier irgendwo dagegen laufen. Ja, gut, wir haben aber immer noch nicht das Buch gefunden. Das heißt, eventuell ist das halt hier einfach nicht drin. Dann müssen wir aber bloß dran denken, dass wir hier nochmal zurückgehen müssen. Okay. Gut. Ja, dann gehen wir mal wieder hier in diesen wundervollen, vertrauenserweckenden Fahrstuhl. Sind jetzt hier nochmal neue Leute wieder tot? Nö, okay.
Aha, sagt sie. So, ja, das Problem jetzt wieder ist, ne, ich würde ja ganz gerne dieses Buch finden. So, das heißt, wir müssen jetzt natürlich hier außerhalb der Bank gucken, ob wir irgendwo das Buch herbekommen. So. Ja, war ich doch zu nah am Feuer. So, hier unten ist kein Buch. Okay. Oh, da ist Feuerhagel. Siehst du, den wollte ich auch mal ausprobieren. Ja, das erste Chiffrebuch war ja hier so in die... Oh, ja doch gerade was blinkt. Hm. Ja, gute Frage. Der Booker hat, glaube ich, einfach ein paar Probleme mit den... mit Knöpfen, deswegen donnert der da immer wie so ein Wahnsinniger da drauf. Könnte ich mir vorstellen. Ah, wir sind auch noch auf dem richtigen Weg. Wisst ihr, hier steht auch Salze voll. Warum kann das nicht bei Lockpicks dann sein? Das ist halt so das, was mich wundert, ne? Ist halt inkonsistent. Ach, ja, ich höre ja schon auf. Programmierer sind schlimm, ich weiß. Vor allem, wenn Programmierer Sachen, also Software testen oder so, ist viel, viel schlimmer. Okay, auch nicht. Ich warte hier unten. Ja, mach das. Mal. Kein Buch. Kann ich hier lang? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay. So. Hier auch kein Buch, auch kein Buch. Okay. Okay, Grafikfehler dafür, aber kein Buch. So. Dann gucken wir mal noch hier hinten rein. Vielleicht ein Buch ist. Nope. Drück mal hier. Drück, komm. Gut. Ich bin jetzt gerade wieder so zwiegespalten, ne? Einerseits will ich das Buch dort finden unbedingt. Andererseits will ich jetzt aber auch nicht für euch wieder hier stundenlang rumsuchen. Und dann passiert wieder nichts für euch. Ist halt auch doof, ne? Hm. Wisst ihr? Ellie stimmt mir zu. Hm.
finde es vor allem auch blöd, dass man hier überall schon mal langlaufen kann. Also, nee, das finde ich gut, ne? Nicht falsch verstehen. Also, du kannst überall langlaufen und alles, aber gewisse Dinge kannst du nicht mitnehmen, obwohl du weißt, dass du sie eigentlich mitnehmen wollen würdest und bräuchtest und so. Ich meine, der Booker weiß doch, wie ein Buch aussieht für Chiffren. Ist doch nicht so, dass er das jetzt zum ersten Mal gesehen hätte. Warum kann das dann nicht auch gehighlightet werden? Also, wenn wir zum ersten Mal da waren, dann. Also wenn ihr wollt, können wir das auch ausnahmsweise so machen, dass wir das fürs Let's Play, dass ihr das raussucht und ich gehe dann einfach dahin. Weil dann müsst ihr euch das nicht antun. Ansonsten, ich würde jetzt hier Ewigkeiten rumsuchen. Ich gehe jetzt erstmal, ich überlege mal noch ein bisschen. Ich gehe jetzt erstmal hier dorthin, wo wir sowieso hin müssen, nämlich hier zum Foto. Guck mal, ob das da irgendwo in der Nähe ist. Das öffnen? Mal schauen. Und dann müssen wir mal überlegen. Vielleicht in der Folgenpause dann. Mal gucken. Eigentlich will ich es nicht, weil ich will es schon selber finden, aber ich kann ja hier auch kein Safe-Game auf. Also hinmachen und dann einfach für mich privat das Ding raussuchen und freuen und sagen, hey, hier, passt. Geht ja nicht. Das ist das, was mich ein bisschen stört, tatsächlich. Sieht schon geil aus, ne? Das ganze Foto-Equipment hier und alles. Das ist schon cool. Mal hier, Schrot. Ja. Okay. Hier scheint es nicht zu sein. Dann. Aber Sie sind doch tot! Ich habe die Leichenfotos gemacht! Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Schön. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Ja, in dieser Realität, in dieser Welt. Aber nicht in Realität, also nicht in anderen Realitäten. Was geht hier vor? Ich gehe hier vor. Ich kann auch wieder zurückgehen. Flakgeschützbucker! Was? Wo? Da. Hä? Wo denn? Wo bist du denn? Sprich doch mal mit mir, hm? Ich stech dich an. Ja, wo bist du denn? Hä? Komm mal her. Kollege Schnürschuh. Weißt du musst da mal herkommen, wenn du was von mir willst. Dich lass ich auf der Straße ausbluten.
bist ziemlich unkooperativ, weißt du das? Ach, da bist du. Ich hab Salze gefunden. Danke. Dann schmeiß mir halt doch wieder nicht zu. So, dann muss ich halt hier wieder hin. Klong. So, alles klar. Genau. So, dann gucken wir nochmal hier rein. Vielleicht haben wir ja hier das Buch. Das ist nur wahnsinnig viel Farbe. Ich dachte halt, weil hier ja viel von den Vox Populi irgendwie vollgemalt ist, dass hier vielleicht jemand das Buch hat liegen lassen. Nö. Gut. Auch nicht. Da drüben ist auch nix. Er tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Test, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Nee. Wir kommen hier weg, verstehst du? Ja. Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Alter Schwede, alter Schwede. Das ist schön, dass immer mal wieder neue Leichen da liegen. Also, für die Leichen ist das bestimmt nicht schön, aber für mich. Ah, da kann ich wieder looten. So, nö, das haben wir schon. Stand die vorher hier auch schon so rum? So, na dann. Mal wieder eine Runde Spaß hier. Auf mal. Ich bin noch am Suchen. Aua. Finde es heraus, Kind. Finde es heraus.
Was? Alter. Ich find's gut, dass ihr euch ausgesprochen habt. Ist hier oben jetzt irgendwie vielleicht ein Buch? Ich such nach einem Buch. Ein Buch. Alter Schwede. Ist wieder geil gemacht. Das können sie schon, ne? Das können sie schon. Das wollen wir ihnen schon lassen. Aber sehr, sehr schön gemacht. Ja, wirklich. Doch, doch, doch. Schön gemacht. Gut. Ja, in diesem Sinne. Das ist doch ein würdiger Abschluss für eine Folge, würde ich sagen, oder? Ist es. Okay, dann werden wir uns jetzt gleich da reinbegeben, würde ich mal meinen. Und ja, dann werden wir mal sehen. Eventuell gehe ich nochmal kurz wohin in der Folgenpause und stelle mich dann gleich wieder hierher, dass ich dann nochmal ein bisschen Muni mir hole oder so. Das müsst ihr jetzt in der Folge dann nicht unbedingt sehen. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Cheerio!